Ein riesiger, schwarzer, rollender Buckel. Eine riesige, voran sich rollende Kugel war vor dem Boot aufgetaucht. 30 Fuß vor dem Bug unseres Bootes. Und Kikek hatte seine Harpune geworfen. Geworfen wie einen flammenden Blitz. Schwirrend sauste es durch die Luft. Stahl, Leine. Da wurde plötzlich das Boot achtern hochgeworfen, während sein Bug hart aufschlug wie gegen Fels. Das Segel ging über, die Schot brach mit einem Knall. Ein kochender Dampfstrahl sprang neben uns hoch. Unter uns wühlte und bebte es wie ein Erdstoß. Eine Woge schlug ins Boot, alles ging unter in Schaum und Gischt. Regen, Wal, Gischt, Harpunenleine, alles kochte durcheinander in einer einzigen Sekunde. Da entkam der Wal. Das Eisen hatte ihn nur gestreift und war abgeglitten. Das Boot war bis zum Rande vollgeschlagen, doch kaum beschädigt. Wir trieben ringsum im Wasser, griffen nach den treibenden Riemen, schleuderten sie über das Dollbord und krochen wieder auf unsere Plätze. Da saßen wir mit gesenkten Köpfen bis an die Knie im Wasser. Das Boot war voll bis zu den Duchten. Es sah aus wie eine triefende Klippe, wenn die See es hob. Bald frischte es auf.